Auffallen um jeden Preis. Der Porsche Panamera, eigentlich ein Sportwagen für den distinguierten Geschäftsmann mit kleiner Familie. Aber ein Panamera in Neongelb? Der unbedingt auffallen will, ist Ivo Mladilic, Bürgermeister im tschechischen Franzensbad. Er erfüllt sich heute einen Traum. Und weil es gern ein bisschen mehr sein darf, hat er sich seinen Porsche bei Mansory veredeln lassen. Ich liebe Autos. Ich liebe Autos und ich liebe Arbeit von meinem Freund Mansory. Es ist eine spezielle Arbeit. Die Autos sind Prachtstücke und das sind Exemplare, originelle halt Exemplare. Ja, es gefällt mir. Die Farbe, Ausstattung, Carbon, Handarbeit. Die heiligen Hallen stehen im tiefsten Bayern, wahrscheinlich wegen der Ruhe für die Techniker. Chef der Techniker ist Kurosch Mansory. Der Perser veredelt seit gut 20 Jahren Nobelfahrzeuge für die Reichen und die Schönen. Wir machen keine Masse. Also wir haben, also wenn wir machen, sind schon meistens limitierte Autos und sind Komplettautos. Und das ist natürlich der Reiz der Kunde, dass er sagt, okay, ich möchte das haben, wo weniger gefahren wird, also sagen wir mal, weniger Stücke auf dem Markt ist. So eine Veredelung hat natürlich ihren Preis. Doch wer hat, der hat. Das Leben ist zu kurz, ne? Schöne Sachen. Jemand kauft Uhren, jemand Yacht, Häuser. Ich habe das alles. Dann kaufe ich Autos. Und 2-3 Jahre werde ich damit fahren und dann verkaufe ich es oder kaufe ich neues Wiederfahrzeug. Das ist meine Hobby halt. Doch bevor Ivo sein Schmuckstück mitnehmen kann, muss der Panamera zum letzten Check. Eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 330 km/h sollte alles stimmen. Die Techniker Markus und Rocco überprüfen die Elektronik. Nichts wird bei Mansory dem Zufall überlassen. Auch die Farbe nicht. Ich will das Auto gelb. Man kriegt das Auto gelb. Man sagt, ich will, dass drin rotes Leder ist und rote Teppichen, kriegen wir, was wir wollen. Für das Geld kaufen wir das, was wir wollen. Und wenn man ein bisschen übrig hat, dann kann ich selbstverständlich sowas kaufen. Jetzt wird's ernst. Auf den bayerischen Landstraßen folgt der Härtetest. Ivos Panamera leistet 690 PS. Das sind 190 PS mehr als in der Serie. In 4 Sekunden von 0 auf 100. Der neongelbe Blitz überzeugt. Im ersten Moment denkt er, oh, gelb, was habe ich von Farbe? Aber es ist, wenn man das wirklich intensiv schaut, es sind Farben, die wirklich schön sind, aber leider Gottes wird nicht umgesetzt. Und wir wollen, und das ist unser Ziel, Farben bringen, mehr Geschmack bringen in unseren Linien. Mansory auf dem Weg zu den letzten Verhandlungen. Ja, du weißt schon Bescheid. Man muss immer arbeiten und immer Geld verdienen, damit wir solche schöne Prachtstücke kaufen können. Das Finanzielle ist schon mal geklärt. Die rund 200.000 Euro für die Veredelung sollen ja auch gut investiert sein. Spitze, Spitze. Ja. Hm? Das ist gut, ne? Ja. Farbe, ne? Richtig kräftig. Wieder. Richtig. Viel Freude in meiner Familie. Meine Frau wird begeistert wieder. Was ist das für Farbe? Ja, blau mit Aluminium eingesetzt, innen in dem Gewebe. Muss ich polieren ein bisschen, weißt, damit die Farbe bei uns mal schauen. Schauen wir mal innen an, oder? Ja, ja. Aber muss ich nicht unbedingt hinten? Nein. Nee, unbedingt nicht. Da hat ja vier Türen, ne? Ich habe meine Hausschuhe mitgebracht. Das ist schön. Das Auto ist ja alles mit Leder. Optimal alles, denke ich mal, oder? Das perfekt. Ist, was du dir vorstellen hast, oder? Hm? Ja. Ja? Etwas Wichtiges fehlt aber noch. Motorprobe bitte einschalten, damit ich den schönen Sound höre. Oh! Ist das gut? Gut genug? Sehr gut. Genug, oder? Genug. Gut. Alle Seiten super. Gut. Ich werde sagen, du hast mir große Freude gemacht. Danke dir. Super. Freut mich. Es ist halt ein neues Tipp und noch von Mansory umgebaut. Es wird wieder 2 Jahre bestimmt
an Spitze liegen, sowas. Porsche ist gute Marke und ich werde sagen, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und schon ist Ivo mit seiner neuen Liebe und 690 PS auf und davon.